Herzlich willkommen zu unserem Drop Film Talk, unserer heutigen Review von Bad Boys for Life. Ich hatte schon mal die Review gedreht, schon vor längerer Zeit, und ich habe gemerkt, dass der Stecker vom Mikrofon nicht drin steckte, was natürlich ein bisschen ungünstig ist und so war nicht zu hören auf dem Video. Daher hole ich das jetzt mal nach. Also, Bad Boys for Life ist der dritte Film in dieser Franchise und Will Smith und Martin Lawrence sind wieder zurück und sie sind auch wieder in alter Form. Ich meine, es hat 17 Jahre gedauert, bis endlich der dritte Teil rauskam und der erste war ja auch, glaube ich, 1995, glaube ich, müsste es gewesen sein. Und dann der zweite auch 2003, da hat es auch einen Moment gedauert, bis der nächste Teil kam. Und es scheint aber auch der letzte zu sein. Aber was Bad Boys 3 richtig gut macht, ist, dass er sich an die Actionlandschaft anpasst und natürlich sich auch nicht zu sehr weit aus dem Fenster lehnt. Also es ist halt sehr unterhaltsam natürlich, weil man hat Will Smith, der natürlich ein Charakter ist, genauso wie Martin Lawrence. Alle machen das, was sie gut können und das bereitet natürlich sehr viel Spaß und Unterhaltung in diesem Film. Aber wie gesagt, was ich ja schon erwähnt habe, es passt sich sehr stark an die Actionlandschaft an. Das meine, man könnte sagen, es nimmt so ein bisschen die Fast and the Furious Route, weil es wird halt so ein bisschen dieses Familiending ausgebaut und mit Ammo, das ist eine die Organisation von, sag ich mal, den jungen Bad Boys und die kommen dazu und bereichern sozusagen das Team um Will Smith und Martin Lawrence und das macht es natürlich sehr interessant, was in der Richtung so passiert. Der Film an sich zeigt natürlich keine Schwäche in sag ich mal, seiner Action, weil es immer noch sehr, sehr gut gemachte R-Rated Action, wie in Michael Bays ersten zwei Varianten. Aber es ist, man sieht, finde ich, den Touch so ein bisschen, den Michael Bay Touch, aber es geht nicht da so krass hinaus wie zum Beispiel Underground 6 von Michael Bay. Das war ja ein fürchterlicher Film, bis auf die Action halt. Die war schon wirklich sehr gut. Und die beiden Regisseure, die das jetzt machen, sind Adil El Arbi und Bilal Fallah, die aus Belgien, glaube ich, kommen oder belgischen Hintergrund haben und die haben wirklich einen sehr guten Film hingelegt. Und da könnte durchaus mehr kommen, wie gesagt, vor allem mit der Perspektive, die dieses Ammo-Team bietet. Man kann auf jeden Fall sagen, dass Will Smith und Martin Lawrence sich da eine gute Möglichkeit zum Verabschieden aus dieser Franchise gegeben haben, weil ich glaube, es wird nicht nochmal passieren. Und man soll ja auch nicht ausgehen, wie es Lethal Weapon getan hat, wo es schon ein bisschen fragwürdig war, was da gemacht wurde. Und auf jeden Fall werden wir uns wahrscheinlich verabschieden müssen von diesen Charakteren, wie ich schon gesagt habe, und lassen sie einfach in den Sonnenuntergang reiten. Also, meine Review davon, kurz und knackig, wer es schon gesehen hat, beziehungsweise wer eine andere Meinung von dem Film hat, bin ich gespannt, wie ihr das seht und vielleicht habt ihr auch ein paar Wünsche, ob die Franchise weitergehen soll oder nicht und in welcher Form. Also lasst es mich daher in den Kommentaren wissen. Macht's gut!